Hallihallo, der Marc vom Pinnacle Venus hier, und bei mir ist die Lea. Und die Lea macht sich ein Zungenpiercing. Und war gerade ganz verwundert, weil ich quasi ihr Inner Conch erkenne, dass es nicht von mir ist. Ich erkenne wirklich an vielen Piercings, wenn ich sehe, dass es nicht mein Piercing ist, also ich mache das von den Winkeln, von den Kleinigkeiten. Es ist wie eine Handschrift, ja? Das mit den, über die Zeiten weiß man einfach vom Schmuck, wie der quasi platziert ist. Von den Winkeln denkt man sich, nee, das war nicht. Schlimm wäre es, wenn ich sage, ich war es nicht und dann war ich es doch. Ja, ja. Aber das ist mal zum Glück noch nicht passiert. So. Könnte natürlich rein theoretisch auch was sein. Ne? So, ja, ausstrecken. So, zum Glück sind wir Tonnen hier. Dann werden wir mal das Innerkonch kurz vorher wechseln, hast du mich gebeten, ne? Mhm. So schnell. Dann haben wir die Zeit von der Betäubung gut genutzt, ja, weißt du? Okay. Weißt du, willst da nicht erst schlechen, aber es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt eh nichts zu tun haben. Auf Deutsch sagt, dann wechseln wir mal kurz das Innerkonch. Das ist schnell gemacht. Und deine Piercings sind auch lila und blau, das habe ich wegschmeißen, oder? Mhm. Sind die doch so gut, dass das Schuppen ist nicht giftig. Okay. Lila und blau geworden. Und boah, das fühlt sich voll ein Stück an. War auch entzündet, ne? Weil du woanders warst und habe im Stecker noch mehr wehgetan als der erst bei uns. Ja. Vielleicht wirklich stumpf werden. Kann auch sein, dass manche nachher einfach mit Needleblades arbeiten, was eigentlich verboten ist, aber das würde es erklären, warum es sich so stumpf anfühlt. Mhm. So, das ist der Ring, der ist mal drin. Zeig es dir mal. Stück vorhand. Ja, schön. Schön? Mhm. So, meine Liebe. Dann Zungenpiercing. Da will ich dich bitten, dass du nicht mehr so rüber drehst. Was willst du denn für den Druck haben, Lea? Willst du es mit Glitzerstein oder ohne? Ohne. Also einfach eine silberne Kugel. Mhm. Alternativ wäre, dass du so ein Kristall drauf hast. Nee. Was klar, machen wir ohne. Wie alt bist du, Lea? 18. Hast du es vorher nicht gedurft, das Zungenpiercing? Also ich wollte es bis vor 4 Monaten noch gar nicht. Also oh, okay. Ich wollte nämlich eigentlich einen Nasenring. Okay. Nur. Jetzt Zunge, da passt das gleiche so nach. Ja, genau. Dann bin ich hier zum Zungenpiercing gekommen. Okay. Und dachte so, oh, genau. Das gefällt mir jetzt besser. Und ich habe es meinen Eltern eh gesagt, aber die waren beide nicht so. Zungenpiercings sind so Piercings, die Eltern irgendwie nicht freuen. Ja? Ja, das haben wir immer wieder, dass die Eltern sagen, na, muss es das sein und so. Da ist irgendwie noch einfach mehr Respekt oder ich weiß auch nicht, woran es liegt. Das ist einfach ein bisschen komisch. So, und dann mal kurz gucken, was ein Switch machen, dass wir dich mal ein bisschen hier dran haben. So, steig mal die Zunge kurz raus, ja? Was sollst du sagen? Wann geht die Betäubung weg? In einer halben Stunde. Echt? Halbe Stunde, ja. So, dann die Voice Glow. Gut. Cool, alles klar. Dann starten wir mal. Spiegel bist festhalten, oder? Nee, eigentlich nicht. Das ist also so, das hast du aussehen, dann Gebetsstelle, als ob du jetzt quasi einfach so. Aber manche Leute brauchen was in der Hand, weißt du? Achso, nee, das ist. Stressbilder und so dürfen wir halt nicht haben momentan wegen Corona. Aber es ist sonst auch was Gutes. Da will Leute mal einfach was drücken. Und wenn sie was drücken können, fühlen sie sich schon viel, viel besser. Aber durch die Betäubung merkst du eh, das ist recht. Ja, ich spüre es ein bisschen Hals. Also das Schlucken ist. Ist anders, komisch. Ja? Mhm. So. So. Und du willst jetzt deinen Kopf ein bisschen hoch. Tendenziell ein bisschen weiter hinten. Streck dich nochmal ganz weit raus, soweit es geht. Okay. Ganz locker bleiben. Mhm. Passt. Wunsch erfüllt? Nein. Da bin ich verstanden. Hast du mir getan? Zunge mal raus, bitte. Noch ein bisschen raus, kurz einmal. Hoch? Ja, super. So, ganz halt draußen lassen jetzt. Super, ist schon drin. Und dann haben wir schon alles erledigt.
War nicht schlimm, oder? Mhm. Wahrscheinlich dein wenig schlimmstes Piercing, oder? Wenn man ehrlich ist, weil normalerweise muss ein Zungenpiercing total easy sein. Weit rausstrecken nochmal? Okay. Gut, Mund zu machen. So, das war's schon. Mhm. Ja, die andere Piercing. So. Was dir mal anschauen? Hast du wieder geschaut? Ja. Und? Schön? Mhm. Gefällt es dir? Super. Wie geht's im Reden? Kommst du klar? Ja. Das ist gerade schwer. Das ist normal, weil die Wahrheit ist, die Betäubung ist natürlich auch schon gemein. Mhm. Also mit Betäubung allein kann man schon sehr, sehr schwer reden. Ja. Deswegen, wenn die Betäubung weg ist in 10 Minuten, wirst du es mit dem Reden leichter tun. Super, na, freut mich, wenn es dir gefällt. Ich erkläre dir kurz die wichtigsten Basics. Wichtig ist natürlich immer Hände waschen, Hände desinfizieren, das weißt du. Zum Beispiel mit Marks Golden Hands, das wirst du wahrscheinlich auch schon kennen. Mhm. Dann bitte Mundspülung und Mundspray verwenden. Mundspülung. 10 Minuten Zähneputzen gründlich. Mhm. Nach dem Zähneputzen morgens und abends ausspülen, eine Minute lang mit 10 Millilitern. Okay. Danach bist du fertig mit dem. Tagsüber, nach allem, was du rauchst, trinkst, küsst und isst, Mundspray nehmen. Okay. Ein, zwei Sprühe reinsprühen, oben, unten, fertig bist du. Rauchen? Ja. Nicht gut. Drei Tage, wenn es geht, nicht rauchen. Mhm. Ganz, ganz wichtig, Rauchen ist einfach schlecht für die Heilung. Mhm. Wer nicht raucht, hat viel, viel mehr anstatt an Heilung. Punktknutschen so bitte auch nicht. Milchprodukte, die nicht pasteurisierten, weglassen. Die normalen pasteurisierten Milchprodukte sind kein Problem. Okay. Sonst Getränke alle deiner Wahl. Alkohol auch ein bisschen soft, keine Ahnung. In 2 Wochen oder 3 wechseln wir es aus auf den kürzeren Stab. Da, bis dahin ein bisschen aufpassen, dass er nicht aufbeißt. Mhm. Ja? Wenn irgendwelche Fragen sind, melde dich, du kriegst das aber auch alles ausführlich schriftlich auf den Legezettel mit. Gibt es von deiner Seite noch Fragen? Sollte der Doktor vielleicht wiederkommen, kann ich das selber wechseln? Also so, im Zweifel wäre es mir lieber, wenn wir dann nachher Lockdown was machen. Ich vermute, wenn Lockdown kommt, werden wir wahrscheinlich wieder 2-3 Wochen. Ich denke, es wird kürzerer werden kommen. Ja? Also eine kleine Woche nochmal, zack, und dann wieder auf. Im Zweifel, wenn du nicht damit kommen verrückt wirst, dass du mir lieber bekommst, lass den drin. Sonst mit der besten Freundin, die auch ein Zungenpiercing hat, sich auskennt, der sagt, okay, komm, wir machen das in Ruhe zusammen, okay. Mhm. Aber es ist halt ein Risiko. Wenn sie zu wächst oder rausgeht und nichts drin ist, also in 3 Stunden ist es vorbei. Mhm. Okay. Also es ist wirklich zu. Und deswegen halt auch los. Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt in 2 Wochen noch da sind. Auch was. In diesem Sinne. Danke euch fürs Zuschauen, danke dir fürs Stecken lassen. Hat mich gefreut, Lea. War es schlimmer als die anderen? Oder? Nicht. Im Peaks halt, aber. Ja, schau mal. Passt, danke dir. Ciao. Tschüss.